Ja, hallo, grüß euch. Ja, wie kann man das am besten ausdrücken? Wir haben in der Tat einen übergeordneten Gott, den höchsten Gott, den allerhöchsten Gott. Und man könnte sagen, Gott liebt sich selbst so sehr, dass er auch dich liebt. Und sozusagen den Götterfunken des freien Denkens in dich praktisch eingelegt hat. Und in dein Gehirn, in dein Denken platziert hat. Und so kann dieser Götterfunken dein ganzes Denken entzünden in einen wirklich freien Geist, der alles, aber auch wirklich alles verbrennt, was nicht in eine hohe Schwingung gehört. Und ehrlich gesagt tun solche Gedankengänge, wenn man noch recht am Anfang steht und noch, sagen wir mal, ziemlich weit von sich selbst weg entfernt steht, höllisch weh. Weil ja alles einen verlassen muss, was eben nicht in eine hohe Schwingung gehört. Gestern sagte oder kam ich dazu, dass jemand sagte, du musst dich selbst lieben, liebe dich so selber. Ich meine, du redest doch sowieso immer nur mit dir selber. Und da hatte der Mann recht. Wir reden ja in der Tat immer mit uns selbst. Ich meine, alles, was mir begegnet, ist ein Teil von mir. Und kommt sozusagen als Anzeiger daher, was mal alles mal zu mir gehört hat. Und jetzt kann ich mich sehr gut entscheiden, will ich denn überhaupt noch, dass es zu mir gehört, oder denke ich auch, nö, das habe ich früher vielleicht mal toll gefunden, aber heute nicht mehr. Wenn also jemand sagt, liebe dich selbst so sehr, dann frage dich bitte eine einzige Frage. Willst du dich denn lieben, solange du noch eine niedrige Schwingung hast? Meine Antwort lautet, also da gibt es ein ganz kategorisches Nein. Ich will mich selbst nicht lieben. Ich weigere mich, mich selbst zu lieben, wenn ich noch eine dermaßen niedrige Schwingung habe, dass es mich nur noch in einen ziemlichen Mustopf lässt, der mir andauernd Schwierigkeiten beschert. Danke, ich brauche, wenn jemand sagt, ach, ich liebe dich ja so. Oh nein, nein, danke. Nicht nötig. Das hätte mir gerade noch gefehlt. Wenn irgendjemand kommt, der eine sehr niedrige Schwingung hat, würde ich alles wollen, aber nicht, dass er mich liebt. Und noch viel weniger will ich, dass dieser Mensch mit einer sehr niedrigen Schwingung sich selbst in mir erkennt, solange er noch eine niedrige Schwingung hat. Denn dann würde er mir alles sehen, was eine niedrige Schwingung hat. Und das würde dann von mir präsentiert werden. Das habe ich aber keine Lust. Eher so, dass ich von einem Menschen mit einer sehr niedrigen Schwingung in Ruhe gelassen werde, weil er gar nicht mehr an mich ranreicht. Das mag jetzt für einige überheblich klingen oder selbstherrlich oder sonst irgendwas. Nun, es ist sowohl überheblich als auch selbstherrlich. Denn ich will mich davon ja wegheben, also von dem getrennt sein, was ich nicht haben will. Und selbstherrlich, naja, also wer außer mir selbst könnte meine Person bitte verherrlichen oder in irgendeiner Weise erheben? Das kann kein anderer, das kann nur ich. In deinem Fall bedeutet das, ich kann dich nicht verherrlichen, ich kann dich nicht erheben, ich kann dich nicht in eine höhere Schwingung bringen. Das kannst nur du selbst, da du den Götterfunken des Denkens ja in dir trägst. In deinem Gehirn also, mit anderen Worten, du selber hast es in der Hand, was du denkst. Und wenn jemand jetzt startet, immer zu sagen, du musst dich nur selber lieben, liebe dich selbst, liebe dich selbst. Ja, liebe dich selbst so sehr, dass du sagst, ich will mich aber nur in einer hohen Schwingung lieben und darum will ich eine höhere Schwingung und dann komme ich auch in eine höhere Schwingung. Denn je höher meine Schwingung ist, desto mehr machen mir meine Gedanken Freude. Und unsere Gedanken errichten ja unser Leben, was uns hier umgibt. Man könnte sagen, die Chance, dass wir durch unser eigenes Denken frei werden, die war zu gut, als dass wir sie hätten verpassen wollen. Die ist einfach zu gut. Das konnten wir all die Jahrhunderte, die hinter uns liegen oder vermeintlich hinter uns liegen, nicht erkennen. Wir konnten nicht wissen. Sagen wir im 14., 15. Jahrhundert hast du das echt schwer zu erkennen, dass du hier, dass das alles, was du siehst, da praktisch dein Denken hervorgebracht hat. Ja, nur sind jetzt hier gerade viele unterwegs, die so denken, dass es locker lustig ins 15. Jahrhundert passt. Und locker lustig ins 18. Jahrhundert passt. Und das war nicht immer sehr hübsch, dort zu leben.
Kommt drauf an, was man für ein Leben man da hatte. Nimm mal an, jemand ist ja wirklich extrem gut, sagen wir mal, in Chemie oder in Physik. Na, sagen wir mal lieber Physik. Extrem gut in Physik. Alles andere liegt ziemlich daneben. Also da kann man echt nicht sagen, dass das dass er wahnsinnig große Fortschritte machte. Aber Physik, also die Wissenschaft, das kriegt er ganz gut hin. Was ist dagegen zu sagen, dass er als eine Art Genie zurück ins, sagen wir mal, 18. Jahrhundert kommt? Wo er dann wirklich wissenschaftliche Entdeckungen macht, die wirklich einen geradezu den Atem rauben und die ganze Welt um ihn herum zum Staunen bringt. Aber auf anderem Gebiet müsste er noch einiges, noch ein bisschen, ja, hat er auch einen gewissen Nachholbedarf. Wo wir jetzt gerade dabei sind, jemand hat mal, das war, glaube ich, in dem Buch Adeline und die vierte Dimension, da sagte, da tauchte ein Gespräch auf. Also ein Arzt darf nicht nur gut im Heilen sein, der darf nicht ein guter Mediziner sein, der muss auch gut in Physik sein, der muss auch gut in Chemie sein. Und da sagt dann sein Gegenüber, wie soll das denn funktionieren? Wie soll man sich dann noch nebenher mit allen anderen Wissenschaften beschäftigen? Ja, das ist ja der Punkt, erwiderte der andere. Du sollst dich nicht nebenher damit beschäftigen, du sollst dich genauso gut damit beschäftigen. Nehmen wir mal für eine Sekunde an, das stimmt. Was würde das bedeuten? Jemand ist sehr gut sehr gut in Biologie oder sehr gut in Chemie, sehr gut in Physik und rafft da, sagen wir mal, ein Diplom nach dem anderen, also ein Diplom und ein Doktortitel jagt den anderen. Aber nun wird gesagt, du sollst dich nicht bloß gut in der, du sollst dich nicht gut, nur gut in Chemie sein, sondern auch in der Physik, sondern auch in der Literatur, auch gut in der Geschichte, auch gut in was weiß ich was sein. Gut in der Medizin und so weiter. Du sollst dich auch genauso gut darin bewähren. Ja, wie soll das denn gehen anhand der Bücher? Das funktioniert nicht. Aber eine hohe Schwingung hilft da weiter. In dem Augenblick, wo meine Schwingung immer höher und immer höher wird, verstehe ich immer mehr und immer mehr. Und dann ist es egal, was für ein Gebiet. Ob das Mathematik ist oder Chemie ist oder Biologie ist oder sonst irgendwas ist. Je höher meine Schwingung ist, desto mehr verstehe ich davon. Und dann ist es relativ egal, auf welchem Gebiet, weil dann werde ich überall gut sein. Denn eine Schwingung wirkt ringförmig, sondern die breitet die ufert aus. Ähnlich wie man einen Stein ins Wasser wirft. Dieser Vergleich hängt nur so insofern, als die Wellen, die dann von dem Stein, ins Wasser geworfene Stein erzeugt, dann ja irgendwann ans Ufer kommen oder wo auch immer und dann irgendwann versickert. Aber eine Schwingung geht durch. Und zwar durch dich, je höher sie ist. Allerdings auch, je niedriger sie ist, denn aber dann erreicht dich eben eine niedrige Schwingung. Und wir haben vor Augen, was das bedeutet. Im Augenblick haben wir sehr viele Menschen am Start, die nicht wissen, was das genau bedeutet. Wir haben mittlerweile sehr viele Menschen aus aller Herren Länder hier in Deutschland. Das an sich ist kein Problem. Wir müssen ihnen nur erklären, dass sie jetzt bei allem, was sie, also dass sie bei ihrem Gott, an wen sie also jetzt auch immer glauben, praktisch schwören, dass sie eine hohe Schwingung haben möchten. Ganz egal, aus welcher Religion sie nun stammen. Völlig wurscht. Aber sie mögen bitte eine höhere Schwingung haben wollen. Denn in einer höheren Schwingung üben sie jede ihre Religion so aus, dass es für einen anderen keinen Nachteil gibt. Das bedeutet natürlich, dass einige Rituale sich peu à peu verabschieden würden, aber dafür haben wir ja Zeit. Wir haben viel Zeit. Wir haben eine ganze Ewigkeit Zeit. Der Ärger kommt daher, dass wir das mit der Zeit noch nicht so ganz auf die Reihe bekommen haben. Die Zeit, in der du lebst, die ist dir beschieden und sie ist natürlich endlich, irgendwie ja, denn irgendwann ist diese Etappe auch dann zu Ende. Und in dieser Zeit, in der du hier lebst, solange deine Zeit hier besteht, hast du die Möglichkeit, deine Gedanken mit so vielen Elementen anzureichern, nämlich mit einer hohen Schwingung zu versehen, dass alle deine Gedanken, die dir einfallen, dich in eine hohe Schwingung bringen. Unabhängig davon, was ein anderer wohl davon hält. Und das bedeutet, dass wir jeder bei uns selber anfangen müssen. Und das werden immer bei uns selber anfangen. Wir werden immer bei uns selber anfangen, da gibt es keinen anderen. Kann es nicht geben, denn ein anderer würde es sich verbitten,
dass ich da bei ihm herumscheue. So funktioniert das nicht. Nicht die anderen, nur wir. Jeder kümmert sich bitte um seinen eigenen Energiestrom und damit wird der Energiestrom, den die Menschen insgesamt hervorbringen, auch heller. Was nun die Erde angeht, die hat ebenfalls eine Schwingung. Da alles eine Schwingung hat, jeder Kieselstein auf der Erde eine Schwingung hat, hat auch die Erde eine. Und wie? Und diese hatte lange Zeit Probleme, Lebewesen bei sich zu beherbergen, die sich nicht gegenseitig an die Gurgel gehen, sondern eher, wo das Leben ja so auf Kampf und Krieg gepolt ist. Die Schwingung hatte sie. Ja. Aber jetzt bekommt sie eine höhere. Ich will damit sagen, dass die Schwingung der Erde sich jetzt erhöht. Das kann man messen. Einige tun das ja auch. Anhand der Schumann-Frequenzen kann man das sehen. Schön. Die Schwingung der Erde erhöht sich also. Ganz egal, was da für ein Getier auf ihr herumkrabbelt. Und damit verabschiedet sich alles Leben peu à peu, Schritt für Schritt, Inch by Inch, Step by Step, die keine hohe Schwingung haben und deren Denken und deren Bewusstsein und deren Instinkte und was weiß ich was alles eine eher niedrige Schwingung hervorbringen. Bei Tieren ist das etwas anderes, denn wir wissen, wenn Tiere, oder wir könnten es wissen, wenn Tiere einander fressen, dann gelangt das Bewusstsein des gefressenen Tieres in das Bewusstsein des ihn fressenden Tieres. Das ist leicht zu verstehen, denn alle seine Wandlungen ist es auch das zu verstehen. Bei Menschen, die wir töten aus Lust und Freude und nicht zufällig, weil wir Hunger haben, das, was ja irgendwie zu verstehen wäre. Und wer sagt, dass das nicht sogar gewollt wäre von den Tieren? Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber wir, die bewusstseinsmäßig, trotz dass wir denkende Wesen sind, noch ganz, 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 ganz weit unten stehen und so viele sich weigern, in ein höheres Bewusstsein, sprich in eine höhere Schwingung zu kommen, weil das zugegebenermaßen auch wehtut. Solche Gedankengänge tun höllisch weh. Und da muss man irgendwie durch. Und sofern man sich selber sehr liebt, wird man da auch durchkommen. Hört ihr? Sofern ihr euch selbst sehr liebt, werdet ihr auch da durchkommen. Vorher nicht. Weil ihr dann kein Interesse daran hättet, euch selbst zu reinigen. Und bitte, was sollen wir mit Menschen anfangen, die denken können, aber sich selbst nicht reinigen wollen? Wir gehen wieder zurück in, ja, ne? Also Abmarsch doch hin. Da wir das aber können, bleibt abzuwarten, wer hier mit der Schwingungserhöhung der Erde mithalten kann. Die Erde, die Schwingung der Erde erhöht sich, und zwar rasend schnell. Wenn dein Bewusstsein sich jetzt ebenfalls erhöht, wirst du von den Krankheiten und Gefahren und was weiß ich, was da alles droht, nicht allzu viel mitkriegen. Auch wenn alle anderen sagen, es ist ja alles so furchtbar und wir werden alle das und was weiß ich, was alles. Das hängt von deiner Schwingung ab, ob das alles für dich so schlimm wird oder nicht. Also erhöhe sie. Noch hast du Zeit und wir eigentlich haben wir viel Zeit, aber die meisten Menschen können damit auch nicht allzu viel umgehen. Wir könnten sie allesamt erhöhen, wenn wir es denn wollten. Wenn sie es denn wollten. Menschen, die auf meinem Kanal sind, wollen das. Die tun das. Das will ich jedenfalls hoffen. Ich habe noch nicht allzu viel Feedback bekommen. Räume aber ein, dass die Menschen, die meine Worte hören, wahrscheinlich sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Und noch nicht allzu viel Zeit haben, da irgendwelche großartigen Kommentare zu schreiben. Es ist auch nicht wichtig, wer hier was wann schreibt. Es ist nur wichtig, dass du verstehst, um was es in deinem Leben geht. Ich gebe zu, man kann das freundlicher sagen, als ich es tue. Kann man durchaus. Aber dann wäre ich an einem Punkt, wo ich wie alle anderen oder wie viele andere dann sage, ach, ich habe euch ja alle so lieb oder ach Gott, Mensch, oder irgendwelche salbungsvollen Worte da kreiere. Und dazu habe ich einfach im Augenblick keine Lust. Salbungsvolle Worte kannst du dir später sagen, wenn deine eigene Schwingung höher geworden ist. Dann wird es auch wirklich bei dir fruchten. Wer das versteht, ist gut dran. Wenn auch in einer Zeit des Umbruchs lebt und das ist nicht immer ganz so leicht. Dein eigenes Denken, deine eigenen Gedanken müssen sich von allem abschneiden, von allem trennen, was dich jemals in eine schlechte Schwingung gebracht hat oder was dich jemals in eine schlechte Schwingung bringen könnte. Das ist deine eigene Aufgabe. Eine andere hast du nicht, ehrlich gesagt.
Es sei denn, du gibst ja eine andere Aufgabe, aber was für eine soll das sein? Die alle anderen an allen anderen herumzudoktern? Ich denke, das lassen wir mal besser. Des Weiteren habe ich heute einen Kommentar gelesen, der lautete ungefähr: Die Liebe Gottes sei ja das Wichtigste und da wird ja noch vieles auf die Menschen zukommen. Das hörte sich so an, weil sie so sagte: Die Liebe Gottes, ach Gott liebt ja alle so sehr. Stimmt ja, wenn die Menschen, die können das auch empfangen, wenn sie ihre eigene Schwingung erhöhen würden, dann würden sie nämlich für diese Liebe empfänglich sein, nämlich die Liebe, die sie reinigt. Aber sie sagte: Ach, da wird ja noch vieles auf die Menschen zukommen. Und das hörte sich für mich so an. Es kann sein, dass sie das anders gemeint hatten, möglich. Aber das hörte sich für mich so an wie, kennt ihr Tratsch im Treppenhaus? Da, wo Frau Beuth dann sagt, na, das kann ja hier einen Skandal geben. Gut, dass ich nichts damit zu tun habe. Sie, die das alles angefangen hat, wird damit nichts zu tun haben. Ich sage dir hier, es wird hier einiges auf die Menschen zukommen, auf viele. Aber wer sich erwähnt, dass er damit überhaupt nichts zu tun hat, damit das stimmt, damit er wirklich nichts damit zu tun hat, braucht er eine sehr, sehr, sehr hohe Schwingung. Und ich sage es noch einmal, die Religion, welcher du angehörst, spielt erst einmal überhaupt gar keine Rolle. Aber schwöre dir selbst, du willst diese Religion ausüben mit einer sehr hohen Schwingung, sonst nicht. Denn wenn du eine Religion ausübst und hast dabei eine schlechte Schwingung, dann landest du sehr schnell bei denen, die anderen, sagen wir mal, die Menschen zwingen, irgendwelche Burkas zu tragen oder die anderen Menschen erklären, dass sie selber ihrer selbst nicht wert seien und all so etwas. Die zum Beispiel Frauen unter, oder also Menschen unter einem anderen Menschen stellen und oder sie fangen an, Menschen nach ihrer Hautfarbe zu beurteilen, nach ihrer Größe, nach ihrem Gewicht und was weiß ich was alles. Was völliger Unsinn ist. Und jeder, der eine hohe Schwingung hat, weiß das auch. Und jeder, der eine hohe Schwingung hat, weiß auch, dass die ganzen Hiobsbotschaften, die uns hier tagtäglich erreichen, nur bei denen, sagen wir mal, einschlagen wie eine Bombe, der eine Schwingung dafür hat. Aber es kann nichts bei dir wie eine Bombe einschlagen, wenn du eine hohe Schwingung hast. Das ist ja das, was ich hier versuche zu sagen. Und darum bin ich immer so nervös, wenn Leute als selbsternannte Propheten oder Messias durch die Welt gehen und dann irgendwie alle anderen sagen oder dann alle anderen auf irgendwelchen Gehwegen oder was weiß ich was da zu ihren Wünschen und Ideen und Erkenntnissen verhören. Und sagen, was haben Sie oder was haben Sie der Welt zu sagen? Was zum Donnerwetter geht mich das an, was alle anderen der Welt zu sagen haben? Und noch etwas. Du könntest genauso mit mir argumentieren. Was interessiert mich denn, was die da zu faseln hat? Eigentlich gar nichts. Bis auf die Tatsache, dass du vermutlich bisher noch nicht gewusst hast, dass es hier alles um eine Schwingung geht. Und noch nicht genau gewusst hast, was du mit der Liebe Gottes anfangen solltest. Das wissen nämlich viele nicht. Und ich sag's noch einmal, das ist das, womit ich das Video angefangen habe. Ich sag's noch einmal. Gott liebt sich selbst. Mit anderen Worten, das Göttliche liebt das Göttliche so sehr. Gott liebt sich selbst so sehr, dass er auch dich sehr liebt und, sagen wir mal, seine Macht des Denkens, den Götterfunken des Denkens in deinem Gehirn gelegt hat, in dein Denken. Und dieser Götterfunke kann deine Gedanken so entzünden, dass aus dir das hellste Licht wird. Aber das hellste Licht heißt auch, dass es sehr weißes Feuer ist. Das heißt, es verbrennt alles, was das Licht verdunkeln würde. Und das ist das Gesetz, was dahinter steht. Keiner mit einer schlechten Schwingung und keiner mit einem niedrigen Gedankengang und keiner mit Hass oder Rache erfüllten Gedanken kommen je in die Nähe von einem göttlichen Licht. Aber sie könnten hin. Sie müssen nur aufhören, mit allen anderen abrechnen zu wollen. Ich hoffe, dass das verstanden wird. Ich hoffe es sehr. Einfach deshalb, weil ich es liebe, in einem Land zu leben, wo alle eine hohe Schwingung haben. Und es lieben, eine hohe Schwingung zu haben.
Und es verstehen sich mit dem, was sie denken, in Freude zu versetzen. Gut, ich danke fürs Zuhören. Alles Gute. Tschüss.